Heute zeige ich dir, mit welcher Ausrüstung du in Horizon Forbidden West pro Treffer bis zu 10.000 Schadenspunkte beim Gegner erreichen kannst. In einem der letzten Videos habe ich dir ja bereits die beste Ausrüstung in Horizon Forbidden West vorgestellt und so langsam stellt sich auch für mich die Frage, wie weit wir das Ganze auch in Zukunft vielleicht noch toppen können und dann sogar noch mehr als 10.000 Schadenspunkte mit einem neuen Build-Up beim Gegner erzielen. Und auch in diesem Video zeige ich dir natürlich wieder, welche Waffe und Rüstung du dafür brauchst, wie du diese leveln musst und welche Spulen oder Gewebeteile du im Nachhinein dir noch besorgen musst oder welche Fertigkeiten du noch erlernt haben solltest, um dann wirklich auch dieses Build-Up nachbauen zu können, um dann die bis zu 10.000 Schadenspunkte pro Angriff beim Gegner zu erzielen und diesen dann möglicherweise mit einem Schlag zu killen. Zuerst brauchen wir die richtige Waffe für unser Build-Up und zwar handelt es sich dabei um den legendären Stachelwerfer, den Himmelstöter, und den bekommst du einmal im alten San Francisco über die Sidequest Der Heimweg. Diese erhältst du von Harriam und Krista und das sind zwei Quen und ich glaube, die kannst du aber erst antreffen, wenn du einmal die Hauptstory abgeschlossen hast. Deshalb, falls du die beiden an der Location nicht antriffst und diese Sidequest noch nicht aktivieren kannst und somit auch nicht an die legendäre Waffe kommst, dann spiel erst ein bisschen weiter im Game, so wirst du dann später auf jeden Fall die Möglichkeit haben, diese Sidequest zu bekommen. Wenn du den Himmelstöter dann im Inventar hast, gehst du an die nächste Werkbank und verbesserst diesen bis auf die Upgrade-Stufe 5. Dadurch verbesserst du nicht nur den Schaden der einzelnen Munitionsarten, sondern du fügst auch gleichzeitig noch 5 Plätze für Waffenspulen hinzu. Die ersten beiden Waffenspulen, die du dir für die Waffe besorgen solltest, die findest du in Dornmarsch und bekommst die einmal über die Jägerin. Hier sprichst du einfach nur mit ihr und hier kannst du neben den legendären Spulen dir dann auch nämlich noch gleichzeitig 2 Spulen holen, die sehr wichtig für die Waffe sind. Und zwar sind das die Fernkampfschadenspulen, die jeweils 25% nochmal hinzufügen. Wie gesagt, du kriegst hier 2, ich habe die an der Stelle schon gekauft, deshalb sind die ausgegraut, aber leider bekommen wir nicht mehr. Als nächstes müssen wir einmal nach Brennspeer. Hier holen wir uns auch gleich wieder 2 Spulen und das auch wieder über die Jägerin. Hier musst du nämlich einfach nur schauen, dass du dir die beiden Spulen für den Tarnschaden mitnimmst. Hier gibt es auch nur 2 Stück und sobald du die dann einmal gekauft hast, kannst du hier auch gleichzeitig noch einmal den zusätzlichen Fernkampfschaden 15% mitnehmen. Den kannst du nämlich dann am 5. Waffenslot einmal anbringen. Als nächstes nimmst du dann diese Spulen und legst die einmal alle auf die Spulenplätze vom Himmelstöter. Die Reihenfolge sollte dabei egal sein. An dieser Stelle auch ein Riesendank an René, der mich im letzten Video darauf aufmerksam gemacht hat, dass wir doch noch mehr von den Spulenarten haben, als ich bisher gedacht hatte und diese auf jeden Fall dann auch zu mehr Schaden beim Gegner führen. Mit unserem gepimpften Himmelstöter können wir jetzt einmal auf der höchsten Schwierigkeitsstufe auf Maschinenjagd gehen, aber so wirklich viel Schaden macht das noch nicht. Zumindest sind wir noch von den bis zu 10.000 Schadenspunkten weit entfernt, die ich dir ganz am Anfang im Video gezeigt habe. Nach der Waffe müssen wir uns einmal um das legendäre Maschinenmeisterin-Outfit kümmern. Das ist die Tenakt-Taktikerin-Rüstung. Diese finden wir einmal in Dornmarsch. Aber an der Stelle ist schon mal direkt gesagt, reicht es nicht aus, einfach nur in Dornmarsch diese Rüstung zu kaufen. Vielmehr müssen wir dort auch bei dem Näher die zweite legendäre Rüstung kaufen. Und zwar handelt es sich dabei einmal um das Utaro Wintergewand. Falls ihr an der Stelle für die beiden legendären Rüstungen noch Teile fehlen sollten, um das Ganze einmal vom Näher zu erhalten, kannst du dir hier natürlich auch wieder über Dreieck Aufgaben erstellen. Auch die Rüstungen müssen wir natürlich an der Werkbank wieder verbessern. Das Gute ist, das Utaro Wintergewand brauchen wir nur bis zur Stufe 3, damit wir einmal an den Tarnfernkampf kommen. Den brauchen wir nämlich einmal als Gewebe für unsere eigentliche Rüstung, für das Tenakt-Taktikerin-Outfit. Das müssen wir allerdings wirklich bis Stufe 5 einmal gepimpt haben, um einmal die besondere Fertigkeit berittene Bogenschützen zusätzlich zu erhalten. Das wird uns im späteren Verlauf nämlich nochmal einen ordentlichen Schadensbonus geben, wenn wir dann bestimmte Fertigkeiten auch erlernt haben. Doch zuerst gehen wir ins Inventar und statten das Tenakt-Taktikerin-Outfit mit dem zusätzlichen Gewebe vom Utaro Wintergewand aus. Wir haben ja 2 Gewebeplätze bei unserem legendären Maschinenmeisterin-Outfit und dort opfern wir am besten einmal den zusätzlichen Maschinenschaden. Den brauchen wir nicht wirklich jetzt für unser Build-Up. Vielmehr ist es ganz gut, wenn wir noch zusätzlich unauffällig bleiben und dadurch einfach nochmal auch ein bisschen im Bereich Stealth gepusht sind. Du hast jetzt die richtige Waffe und die richtige Rüstung, allerdings kommen wir immer noch nicht auf die 10.000 Schadenspunkte. Bevor wir jetzt wirklich einmal zum Finish von unserem Build-Up kommen, hier noch ein kleiner Aufruf. Und zwar, falls du ein Build-Up hast,
mit dem du zum Beispiel noch mehr Schadenspunkte erreichen kannst oder was noch einfacher aufzubauen ist, dann lass es uns doch gerne als Community über den Kommentarbereich wissen. Und wenn das ein oder andere dabei ist, kann ich darüber auch ganz gerne nochmal ein Video machen, sofern das natürlich von euch gewünscht ist. Damit sind wir bei den Fertigkeiten angekommen und das ist wohl mit das Wichtigste für unser Build-Up. Und zunächst müssen wir einmal im Bereich Eindringling den Tarnpirscher als Mutstoß erlernen. Dadurch können wir bei arglosen Gegnern nochmal einen zusätzlichen Schaden von 200% bei Aktivierung erreichen. Als nächstes müssen wir noch im Bereich Maschinenmeisterin einmal den angetriebenen Stachel als Waffentechnik erlernen. Dadurch haben wir einfach nochmal eine zusätzliche Stoßkraft. Und wir müssen auch im Bereich Maschinenmeisterin einmal noch die Fertigkeit berittene Bogenschützen erlernen. Dadurch haben wir nochmal einen zusätzlichen Schadensbonus in Kombination mit der Tenakt-Taktikerin-Ausrüstung, die uns einfach nochmal zusätzlichen Schaden beim Gegner erreichen lässt. Und diese drei Fertigkeiten geben dir in Kombination mit Ausrüstung und Waffe die Möglichkeit, diese hohen Schadenspunkte beim Gegner dann auch zu erreichen. So kannst du zum Beispiel auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad einen Spitzen-Biomod mit diesem Build-Up einfach First Try direkt mit 9200 Punkten killen. Doch bevor ich dir abschließend auch noch zeige, wie du in den Modus kommst, um dann auch wirklich so einen hohen Schaden zu verursachen, noch ein kleiner Tipp am Rande, und zwar gibt es natürlich auch noch ein paar Tränke oder Nahrungsmittel, die du zunehmen kannst, und so kannst du zum Beispiel auch den Überspannentrank natürlich noch benutzen, um zum Beispiel noch 25% mehr Überspannenschaden für 90 Sekunden zu erhalten. Ob das jetzt hier in dem Fall wirklich auch bei dem Himmelstöter funktioniert, das weiß ich an der Stelle nicht. Aber ich möchte dir an der Stelle einfach noch mit den Tipp auf den Weg geben, dass du zum Beispiel auch über die feingehobelte Salzlende dir dann zusätzlich nochmal Mutstoß aufbauen kannst. Und das kann dir natürlich an der einen oder anderen Stelle auch noch einen Vorteil bringen. Damit ist dein 10.000 Punkte Schadensbuild-Up komplett. Du hast die Rüstung an und die Waffe legst du einmal auf die Schnellauswahl. Und als nächstes rufst du dir dann nur noch dein Reittier und anschließend kannst du natürlich auch nochmal diesen Überspannentrank zu dir nehmen. Mit L1 und R1 aktivierst du dann anschließend noch den Tarnpirscher und danach musst du nur schauen, dass du natürlich auch bei den Waffen den fortgeschrittenen Sprengstachel ausgewählt hast und du solltest natürlich auch angetriebener Stachel als Fertigkeit auswählen. Als nächstes begibst du dich dann auf dein Reittier. Du siehst, du bist jetzt hier voll getarnt. Und dann ist es wichtig, dass der Gegner dich nicht entdeckt. Also es darf maximal das gelbe Fragezeichen über ihm auftauchen. Und dann schickst du den Stachel mit L2 und R1 auf die Reise. Du kannst den sozusagen dann aufladen. Und du hast gesehen, jetzt hier in dem Fall hat das einfach mal 7000 Punkte Schaden gemacht. Der zweite Stachel danach direkt, der war mit R2 einmal auf den Gegner geworfen. Der hat nochmal 1000 Punkte Schaden gemacht. Und danach war der Gegner auch down. Den dritten Stachel hätte es gar nicht mehr gebraucht. Anschließend dann einmal hier wirklich noch ein gezielter Schuss und wir haben hier in dem Fall wahrscheinlich aufgrund des hohen Abstands dann wirklich auch die 10.000 Punkte Schaden beim Gegner erzielt. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und du wirst das Build-Up jetzt auch einmal dir gönnen. Wenn du wissen möchtest, wie du an alle legendären Rüstungen kommst, dann folge einfach hier dem Video.